Neben der Digitalisierung, die durch die Corona-Krise beschleunigt wurde, gibt es in der Wirtschaft einen massiven Trend. Es gibt kaum ein Unternehmen mehr, das nicht grün ist oder grün werden will. Aber wie schafft man das? Wie vermittelt man Nachhaltigkeit glaubhaft nach innen und nach außen? Und welche Rolle könnten Startups bei der Nachhaltigkeit von Corporates spielen? Das will ich heute mit einer hochkarätig besetzten Runde im Virtual Roundtable von Trending Topics diskutieren. Und ich begrüße heute im Gespräch Laura Fariello von der ÖBB, hallo. Hallo, grüß Gott. Jochen Borennig von Kapsch, hallo. Hallo, grüß Gott. Gunter Reimoser von EY, hallo. Hallo, grüß Gott. Und last but not least Matthias Schafer von der Energie Steiermark, hallo. Vorne runter. Genau, Nachhaltigkeit ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, 2019 groß aufgekommen, natürlich durch Greta Thunberg, Fridays for Future und 2020 nicht minder wichtig. Und ich würde jetzt mal gerne bei Ihnen, bei Ihren Unternehmen erfahren, was tun Sie im Bereich Nachhaltigkeit. Beginnen wir mit der Dame in der Runde. Frau Fariello, die ÖBB ist aktuell zum nachhaltigsten Unternehmen Österreichs gekürt worden. Was bedeutet Nachhaltigkeit bei der ÖBB und wie wird sie dort umgesetzt? Ja, bei der ÖBB ist ja immer schon viel passiert zur Nachhaltigkeit, aber jetzt gibt es halt ein besonderes Momentum und wir haben eine relativ umfangreiche Nachhaltigkeits- und Klimaschutzstrategie veröffentlicht. Wir haben uns dort das ambitionierte Ziel gesetzt, im Mobilitätsbereich bis 2030 klimaneutral zu werden und in einem zweiten Schritt konzernweit bis 2050 eine konzernweite Klimaneutralität zu erreichen. Das beinhaltet ein relativ großes Maßnahmenpaket. Wir setzen da an 6 Punkten an. Das geht von Elektrifizierung von noch nicht elektrifizierten Strecken bis zum sehr viel Testversuche mit alternativen Antriebstechnologien. Wir haben 8 Wasserkraftwerke. Wir versuchen dort die Eigenproduktion zu erhöhen und versuchen mit neuen Angeboten an die Kunden, wie den Ausbau vom Nightjet oder durch neue multimodale Plattformen wie Wegfinder einfach noch mehr Verkehrsverlagerung zu erzeugen. Mhm. Und so insgesamt zum Klimaschutz beizutragen. Super, vielen Dank mal für den ersten Überblick. Herr Borennig, Herr Kapsch ist ein führendes IT- und Tech-Unternehmen in Österreich. Aus dem Tech-Bereich, welchen Beitrag kann man das Unternehmen zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leisten? Ich glaube, man kann sowohl einen internen Beitrag leisten, als auch einen externen, auf der internen Seite sozusagen nur Vorbildwirkung hat bei dem, was man tut, aber auch viele Projekte, die wir gemeinsam mit Kunden umsetzen, haben einen Nachhaltigkeitsaspekt. Und da kann man sicher zu der Diskussion noch drauf kommen. Die Beispiele, aber nehmen wir nur das ganze Thema Industrie 4.0, wo man durch Technologie massiv Einsparungen im Energiebereich erzielen kann, Ausschussreduktionen erreichen kann. Also Technologie ist sicher ein Treiber und wir kommen sicher auf. Das Thema Covid ist auch ein Treiber. Also beide Aspekte, Technologie und die aktuelle Situation, die wir haben, ist sicher ein Beschleuniger, den wir erleben. Und wir haben es halt so, dass wir sagen, wir müssen sowohl intern vorleben, als auch extern die Möglichkeiten dazu geben. Und vielleicht um einen Aspekt noch in die Diskussion reinzubekommen, es ist nicht nur aus unserer Sicht ein technologisches Thema, es ist auch ein Thema der Werte und der Einstellung und der Haltung. Und deswegen haben wir als Technologieunternehmen in unseren Grundwerten auch das Thema ökologisch, sozial und gesellschaftliche Verantwortung drin und da spielt sehr stark der Nachhaltigkeitsaspekt hinein. Also die Diskussion sollten wir sozusagen von einer Haltungsthematik bis zu einer Technologiethematik sehr gerne führen. Das ist ganz spannend, ja, da kommen wir später sicher noch drauf zu sprechen. Ich will noch zuvor den Matthias Schafer fragen. Energie ist ja beim Thema Nachhaltigkeit ja sehr zentral. Wie grün ist die Energie Steiermark? Und wie kann man den eigenen Kunden mehr Sustainability ermöglichen? Wie funktioniert das bei der Energie Steiermark? Ich sehe es auch so wie mein Vorredner eigentlich in die Richtung, dass es nicht jetzt so eindimensional gesehen wird, das Thema auf Technologie oder auf Energie oder auf ein Thema oder auf eine Branche, sondern wir denken das auch sehr umfassend. Wir haben uns eigentlich schon vor Jahren eigentlich positioniert als innerhalb der Branche, als Green Company.
ich glaube, wesentlich ist, dass man nicht nur an das denkt sondern und darüber redet, sondern auch dann tut. Und ich glaube, an dem werden wir auch von unseren Stakeholdern, aber auch von unseren Shareholdern gemessen, dass wir auch diese Investitionen, die es bei uns hauptsächlich auch dann betrifft, im Kerngeschäft natürlich, dass wir da auch diese Investments machen. Also nicht, dass das dann letztlich nur vom Reden kommt, keine grüne Energie zu den Kunden, sondern wir müssen auch wirklich den entsprechende Infrastruktur ausbauen. Und da gibt es ja auch von Top-Stelle bei uns, vom Konzernsprecher, vom Vorstandsduo, das Commitment auch, 1 Milliarde Euro in den nächsten 5 Jahren zu investieren, hauptsächlich in die grüne Energieerzeugung. Wenn ich es mal anschaue im Konzern, wir haben dann unterschiedliche Geschäftsbereiche, da ist das Thema Nachhaltigkeit, hat da durchaus unterschiedliche Facetten, gell? Weil natürlich ein Erzeugungsbereich andere Themen hat wie der Energiehandel oder das Endkundengeschäft oder die Energienetze. Da gibt es schon unterschiedliche Ausprägungen dann letztlich, wie jeder in seinem Kerngeschäft das Thema umsetzt. Ich komme aus dem Innovationsbereich und wir positionieren natürlich auch unsere Innovationsarbeit und wir haben ja auch einen Business Inkubator und machen die Startup-Projekte. Also wir positionieren uns auch natürlich auf das Thema. Ich sehe unsere Innovation auch als Vorreiter, die das Thema nicht nur intern natürlich auch für uns selber umsetzen, sondern auch in neue Geschäftslogiken. Also letztlich, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, von dem Thema Denken, Reden, Tun, also wir betonen sehr stark das Tun, ist es für mich als Innovationsmensch, sage ich mal, auch ganz wichtig, dass wir das ganzheitlich denken. Es ist wirklich Nachhaltigkeit als Mindset, das wir aber letztlich auch ummünzen müssen in Geschäftsmodelle. Ja, spannend. Ja. Also Nachhaltigkeit auch wichtig in der Business-Logik. Da will ich gleich auch den Herrn Reimoser von EY fragen. Nachhaltigkeit ist ja für Unternehmen natürlich wichtig, aber sie ist auch teuer, wie ich gelernt habe, beim letzten Roundtable. Kann Sustainability auch ein Business sein in Zukunft oder sogar jetzt schon? Ganz definitiv. Wir haben ja erst im Jänner, das war noch vor Corona, eine Umfrage gemacht unter 900 Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich, mittelständischer, und haben gefragt, seht ihr mehr Chancen oder mehr Risiken in der Nachhaltigkeit und insbesondere auch im Klimawandel? Und da waren eigentlich leicht mehr, die es als Chance gesehen haben, als Risiko. Und das ist schon etwas, was zeigt, dass die Unternehmens- und Wirtschaftslandschaft weiß, dass man einerseits an dem Thema nicht herumkommt und auf der anderen Seite das Thema aber auch nicht nur Geld kosten darf, sondern sich auch rechnen muss. Das Problem, das wir manchmal haben mit der Nachhaltigkeit, ist, dass es sich nicht kurzfristig rechnet, sondern dass gewisse Anreize gesetzt werden müssen, damit man auch kurzfristig über eine Investitionshürde kommt. Aber über das, glaube ich, können wir dann noch sehr intensiv reden. Ich glaube jedenfalls, dass sich Nachhaltigkeit rechnet, wenn man es komplett transparent berechnet, end-to-end, von well-to-wheel, wie es im Automotive-Bereich gesagt wird, wenn man alle Umweltinvestitionen, die man machen müsste, um das Klima und die Erde so zu übergeben an die nächste Generation, wenn man das immer reinrechnen würde, würde man schon jetzt draufkommen, dass sich nicht nachhaltiges Geschäft jedenfalls nicht rechnet und nachhaltiges Geschäft, jetzt spreche ich sehr stark von der Klimaperspektive, jedenfalls rechnet. 2019 war ja irgendwie alles klar, die Klimakrise war das dominierende Thema. Ich glaube, kein Unternehmen hat da behauptet, in dem Bereich nicht etwas tun zu wollen. Dann kam Corona, schwerer Schlag für die Wirtschaft. Aus Ihrer Sicht, was bedeutet das jetzt? Auf der einen Seite sehen wir, die Wirtschaft wird schwer getroffen, Umsätze brechen ein. Wird es jetzt für diese doch teure Nachhaltigkeit noch weiterhin Geld geben? Oder ist es vielleicht andersrum, dass Corona ein bisschen so ein Reset-Button ist, wo man sagt, okay, jetzt erst recht, Corona beschleunigt die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit. Was sehen Sie da für Entwicklungen? Also ich kann nur ganz klar sagen, ich denke, Corona wird das beschleunigen, wenn wir jetzt über eine Wochen- und Einzelmonatsfrist hinaufsehen. Wir haben gesehen, von den Megatrends, die vorherrschend sind, haben sich zwei auch in der Corona-Zeit sehr stark weiterhin manifestiert. Das ist die Digitalisierung zum einen und zum zweiten ist es die Nachhaltigkeit.
Natürlich, ich habe schon angesprochen, kurzfristig kosten nachhaltige Initiativen oft Geld, auch wenn sie sich auf längere Sicht rechnen. Man muss Investitionen tätigen, aber es war noch nie so viel Geld da wie jetzt, sowohl von der Geldmengenpolitik, es war auch noch nie so billig wie jetzt, von der Zinspolitik, als auch war auch noch nie so viel Geld da von der Politik, um die Corona-Krise zu überwinden, wird so viel Geld in die Hand genommen, wie ich mich noch gar nicht erinnern kann, für irgendeinen Anteil, also seit ich geboren bin oder seit ich wirtschaftlich denken kann, kann ich mich gar nicht erinnern, dass so viel Geld in die Hand genommen wurde. Und ich glaube, was jetzt sehr klug gemacht wird, kann man noch verstärken, aber was schon sehr klug gemacht wird, dass dieses Geld über die erste Corona-Hilfe hinweg jetzt mit gewissen Anreizen versehen verteilt wird. Und meines Erachtens ist das auch die Kernaufgabe der Politik, nämlich jetzt nicht selbst zu wirtschaften, außer jetzt kurzfristig bei der Krise zu helfen, sondern der Wirtschaft mit Anreizen in die richtige Richtung zu helfen und auch der Wirtschaft zu helfen, dort, wo sie manchmal zu kurzfristig denkt, insbesondere ein Kapitalmarkt, ich sage jetzt nur als Beispiel, als Schlagwort Quartalsdenke, dass die Anreize helfen, die Nachhaltigkeit tatsächlich sicherzustellen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass beispielsweise bei der vorgestellten Investitionsprämie, dass da auf der einen Seite klimaschädliche Investitionen gar nicht gefördert werden, also die mit fossiler Energie zu tun haben, ist ja gerade erst das Gesetz rausgekommen. Also, und auf der anderen Seite mit dem doppelten Betrag, nämlich 14%, neben Digitalisierung und Investitionen in Gesundheit und Life Science, was übrigens ja auch eine Nachhaltigkeit ist, wir haben jetzt das immer auf das Ökologische bezogen, dass hier natürlich nämlich die Umweltnachhaltigkeit auch hier speziell gefördert wird. Also diese Anreize sind sehr stark wichtig von der Politik und daher, um die Frage jetzt nochmal abschließend zu beantworten, ist genug Geld da, um auch teure Investitionen und Lenkungsmaßnahmen tatsächlich umzusetzen. Ja, da muss ich gleich nachfragen bei den Unternehmensvertretern. Diese neue Investitionsprämie belohnt ja Investitionen unter anderem im Sustainability-Bereich. Ist das bei Ihnen schon angekommen? Haben Sie sich da schon entschlossen dazu, in dem Bereich jetzt mehr investieren zu wollen? Wie schaut es da aus? Also wenn die Frage an mich als selber für unser eigenes Unternehmen gilt, kann ich nur sagen, wir sind der Dienstleister, also unsere Investitionen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die sind leider nicht förderungswürdig, weil das Humankapital ja nach derzeitigen Rechnungslegungsvorschriften nicht aktiviert werden kann und damit auch Investitionen so nicht wirken. Leider, sage ich wie gesagt, aber da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ich habe es gerade gesagt, die Regierungsklausur diesbezüglich war vor, glaube ich, 2 Wochen und jetzt ist gerade erst das Gesetz veröffentlicht worden und dazu wird es noch eine Richtlinie geben. Das heißt, das ist ein sehr knapper Zeitraum, selbst für die Unternehmen, die wir beraten. Natürlich machen sich die Gedanken, wie man das nutzen kann, wie man Investitionen steuern kann, aber die endgültige Investitionsentscheidung, die vielleicht, und das war ja das Ansinnen der Politik, dass man die Investitionsbereitschaft fördert, indem man diese Prämie gibt. Die letztendliche Investitionsentscheidung wird dann natürlich erst getroffen, wenn die Richtlinie mit den genauen Kriterien am Tisch liegt, weil es macht schon einen Unterschied, ob man 7% kriegt oder 14% kriegt. Na klar, ja. Herr Porenich, Herr Schaffer, wie schaut es da bei Ihnen aus? Haben Sie da schon die Ohren gespitzt, wie diese Ankündigungen kamen? Naja, wir sind mittendrin sozusagen als Technologieanbieter in dem Thema. Wir sind ja mit der Caps Business Comms das größte IT-Unternehmen Österreichs und somit ein sehr großer Digitalisierungsanbieter und profitieren sozusagen im Eigenbedarf von dem Thema, aber auch mit den Lösungen, die wir im Markt anbieten. Also für uns sehen wir dadurch einen starken Anreiz. Ich möchte zurückgekommen zu dem Punkt, wo der Gunter Reimmoser vorhin das Ganze kombiniert hat, Kostenersparungsmöglichkeiten, Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wohl eines, das sich gerade in Kombination mit weiteren Elementen rechnet und massiv attraktiv ist. Das kann das Thema Einsparung sein, das kann aber auch das Thema Convenience sein.
Zum Beispiel denken wir an das ganze Videoconferencing und Collaboration. Ich glaube, wir haben es alle durchaus genossen, nicht die ganze Zeit am Flughafen verbringen zu müssen, sondern das eine oder andere vielleicht ein bisschen effizienter und schneller über Videokonferenz abhalten zu können. Aber ich habe erwähnt, anfangs, wir sind so drei Themen zum Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist Werte, das zweite ist, wie leben wir intern, und das dritte ist, wie können wir nach extern das Thema unterstützen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, und da gab es noch keine Investitionsprämie. Wir haben vor über 10 Jahren ein Rechenzentrum in einem Bergstollen in der Steiermark eröffnet. Das ist ein 2,2 Kilometer langer Bergstollen, woher zählt auch zur kritischen Infrastruktur, wo wir kritische Infrastruktur betreiben. Warum war das für uns attraktiv? Weil der Bergstollen eine konstante Temperatur von 8 Grad hat. Das heißt, ich kann hier die natürliche Temperatur nutzen, muss sozusagen nicht zu weit runterkühlen. Rechenzentren, weiß man, erzeugen, verbrauchen viel Energie, erzeugen viel Hitze. Und ich habe dadurch weniger Kühlbedarf, einfach durch die natürliche Kälte des Berges mit 8 Grad konstant, ich einfach wahnsinnig viel Energie sparen kann. So gesehen haben wir schon vor 10 Jahren ohne Investitionsprämie sozusagen in das Thema, sind wir in das Thema reingegangen und können nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich ein sehr kritisches Rechenzentrum in Österreich betreiben. Und dann der zweite Schritt, den wir getan haben, wo wir gesagt haben, auch schon vor über 10 Jahren, wieso braucht jeder eine eigene Server, ein eigenes Storage? Lass uns doch das teilen auf einer gesharten Infrastruktur. Jetzt sprechen alle von Cloud und Ö-Cloud. Auch da haben wir schon vor über 10 Jahren begonnen mit dem Thema, wo wir sagen, wenn wir Ressourcen scheren, sind wir deutlich effizienter, haben wieder weniger Verbrauch. Also viele Aspekte, sozusagen die Nachhaltigkeit Standalone nur zu sehen wäre zu wenig, in Kombination mit Einsparungsmöglichkeiten, Convenience für den User etc. Gibt einen Push, und natürlich gab es den einen oder anderen Beschleuniger. Die Investitionsprämie mit den Themen ist ein Beschleuniger, Covid ist ein Beschleuniger, die Technologie, die wir jetzt haben, ist ein Beschleuniger. Aber das Thema beschäftigt uns schon viel länger. Herr Schaufer, Sie wollten mal was? Von unserer Seite vielleicht ein paar Gedanken dazu. Also ich sehe natürlich jetzt Corona, weil Sie den Bogen spannen von Corona auf die Investitionen. Corona hat bei uns wirklich, und ich denke, es dürfte in vielen Branchen so gewesen sein oder nach wie vor einsetzen, dass da wirklich im Bereich der Digitalisierung ein nachhaltiger Boost oder der Turbo gezündet worden ist. Und da sehe ich schon den Zusammenhang für die Investitionen im Nachhaltigkeitsbereich, glaube ich, da gibt es andere Trigger auch noch, die ich zumindest aus meiner Sicht stärker sehe. Also das ist andererseits einfach wirklich die Nachfrage und einfach die übergeordneten Klima-Energiestrategien, die Kunden, auch bei allen Firmen ist das wirklich präsent und angekommen. Ich glaube, dass ein großer Teil oder viele Firmen das schon auch so für sich erkannt haben, dass das auch die Verantwortung bei den Firmen liegt, einen gesellschaftlichen Beitrag dazu zu liefern. Und in unserem Kerngeschäft, glaube ich mal, haben wir unseren Investitionsplan schon auch so getriggert, oder gibt es auch externe Trigger wie Genehmigungsverfahren und so weiter, weil das ist ja nicht so per Fingerschnipp auslösbar, die Investition, sondern da gibt es ja auch langjährige Vorplanungsphasen und Genehmigungsphasen. Das sind bei uns eigentlich die Trigger. Wichtig ist, glaube ich, denke, dass die Pläne auch dann, wie ich vorher gesagt habe, umgesetzt werden. Und wenn es dann zusätzliche Incentives gibt, gell, weil ich glaube, gerade im Energieumbereich gibt es ja auch schon umfassende Möglichkeiten, wenn es dann noch zusätzliche Incentives gibt, erleichtert das natürlich das. Ich muss aber auch immer wieder differenzieren zwischen Kerngeschäft und Innovation. Gell. Und im Innovationsbereich sehe ich das natürlich als Chance, beide Ereignisse, sage ich mal, jetzt im Prinzip das ganze Thema Nachhaltigkeit, das aus meiner Sicht jetzt endlich kein Hype mehr ist, sondern wirklich Chancen für neue Geschäftsmodelle aufmacht. Und das Kerngeschäft, auf das bin ich auch schon drauf eingegangen. Gell? Also ich glaube, Geld ist auch, wie meine Vorredner gesagt haben, genug da. Man muss es intelligent einsetzen und da bin ich wieder bei Innovation und Geschäftslogiken. Es wird, glaube ich, keine Firma investieren dürfen, wenn nicht das schlüssig auch sich darstellen lässt. Ja. Also ÖBB, Kapsch, Energie Steiermark, schon seit vielen Jahren mit nachhaltigen Projekten, Themen beschäftigt. Jetzt gibt es natürlich andere Unternehmen, die möglicherweise erst so in den letzten 2-3 Jahren da drauf kommen, dass in dem Bereich etwas getan werden muss. Wie denken Sie, wie schafft man Glaubwürdigkeit für nachhaltige Strategien? Es gibt natürlich immer wieder die Gefahr, so in die Greenwashing-Falle
zu tappen. Wie kann man das vermeiden? Wie vermittelt man den Konsumenten, den Businesspartnern glaubwürdig, dass man selbst grün ist? Welche Erfahrungswerte haben Sie da? Wer auch immer will. Ich frage mal einfach. Ich kann den Ball gerne aufnehmen. Da gibt es natürlich zwei Ansatzpunkte. Das eine ist Transparenz, wie ich schon angesprochen habe. Wir bei EY haben ja nicht nur für uns selbst schon vor vielen Jahren, 2012 glaube ich war es, uns nach EMAS, nach einer Umweltnorm zertifiziert, sondern sind dort Umweltgutachter und haben seit über 10 Jahren einen eigenen Servicebereich, Climate Change and Sustainability Services, um unsere Kundinnen und Kunden zu beraten, wie man Nachhaltigkeitsstrategien aufsetzt, aber auch, wie man eine Berichterstattung darüber macht, eben nach solchen Kriterien. Da gibt es ja verschiedene Standards, es kommen auch immer neue dazu, es gibt auch die Sustainable Development Goals von der UN. Also das sind da schon wichtige Dinge für die Transparenz. Der Gesetzgeber zieht da auch nach, dauert natürlich etwas. Wir haben gesehen, dass vor 3 Jahren das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz gekommen ist, wo große Unternehmen quasi aufgefordert werden, gesetzlich darüber Bericht zu erstatten in der Jahresberichterstattung, auch zu Umwelt-Nachhaltigkeitsthemen im breiteren Sinne, nämlich auch Menschenrechtsthemen gegen Korruption, Sozialthemen und dergleichen mehr. Das heißt, es braucht zum einen diese Transparenz und die muss auch kontrolliert werden, die muss geschaut werden, dass das tatsächlich ehrlich ist. Das, glaube ich, ist in Österreich nicht so schwierig, aber wenn es über die Grenzen hinweg, Kontinentalgrenzen hinweg in andere Länder geht, muss man natürlich dann auch, und das ist der zweite Punkt, schauen, dass hier auf einer Ebene gespielt wird und hier keine Ungleichgewichte herrschen. Das heißt, dass diese Transparenz politisch so einzementiert ist, dass sie letztendlich in einer globalen Wirtschaft die gesamte Erde umfasst. Und dann kann man Greenwashing vermeiden. Und da muss diese Diskussion auch ehrlich geführt werden. Wir sehen ja, dass die Diskussion, E-Auto ist ein klassisches Beispiel, das wird auf der einen Seite gehypt, hat auch Vorteile, sage ich jetzt, von einer lokalen Ökonomie heraus, weil der CO2-Ausstoß wird ja nur geschaut, was tatsächlich in dem Fall in Österreich passiert. Und ein E-Auto, wenn man die Produktion irgendwo anders hat, der Batterie, also des Akkus, beispielsweise in China, dann ist dieser Ausstoß, der da gemacht wird, und die Umweltverschmutzung von den seltenen Erden in irgendwelchen anderen Erdteilen bei der Förderung, die wird dann nicht Österreich zugerechnet. Also auf der einen Seite ist es ein Hype, wird stark gefördert, auf der anderen Seite, wenn man dann Experten zuhört, die sagen, in Wirklichkeit ist es nicht anders zu einem Verbrennungsauto, einem modernen, wenn man es jetzt eben end-to-end betrachtet. Und daher ist es auch wichtig, dass diese Transparenz jetzt nicht nur dargestellt wird, wie gesagt, im Bereich der großen Themen, wo man über Megatonnen CO2 spricht, sondern dass auch diese Transparenz bis zum Konsumenten kommt, dass er dann tatsächlich weiß, in einer ehrlichen Diskussion, einer öffentlichen Diskussion auf Basis einer solchen, dass er dann tatsächlich weiß, ist das jetzt etwas, was nachhaltig ist, oder ist in Wirklichkeit ein Umweltschmäh? Also die Transparenz und die politisch verankerte Notwendigkeit, Transparenz zu schaffen, und die Informationsverbreitung und letztendlich die Bildung aller Konsumentinnen und Konsumenten, eigentlich aller Bürger, von uns allen in Umweltbelangen, das sind die zwei Dinge, die vermeiden können, dass Greenwashing passiert. Ja, das E-Auto ist ein gutes Thema, also da kann man wahrscheinlich auch mal grundlegend sagen, besser mit dem Zug fahren als mit einem Auto. Ich würde gerne bei Frau Farel von der ÖBB nachfragen. Der Herr Porenig hat es ja auch schon gesagt, die Mitarbeiter, also die Kommunikation nach innen, sind ja auch ein wichtiger Faktor. Jetzt ist die ÖBB ja einer der größten Arbeitgeber Österreichs. Wie schafft man es, die Mitarbeiter intern für nachhaltige Projekte zu begeistern? Was passiert da intern? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir haben 41.000 Mitarbeiter, sind
eines der größten Unternehmen hier in Österreich und wir sehen das einfach so nach intern gerichtet, dass jeder Mitarbeiter, jede Führungskraft, jeder Vorstand ist eigentlich ein Multiplikator für dieses Thema und leistet einen sozusagen Klimabeitrag. Nun sehen wir uns natürlich als per se schon als grüne Mobilität, sodass eigentlich jeder Mitarbeiter bei uns mithilft, sozusagen diese grüne Mobilität zu ermöglichen, nach außen zu tragen, zu enablen. Ja? Natürlich haben wir nach intern dann auch teilweise bewusstseinsbildende Veranstaltungen, zum Beispiel als wir die Klimaschutzstrategie sozusagen gelauncht haben. Da gab es sehr viele Workshops, auch draußen in der Region, weil ÖBB ist natürlich nicht nur sozusagen in Wien die Konzernzentrale, sondern wir sind in ganz Österreich und damit einfach auch Leute, die in den Regionen arbeiten, damit es auch dort ankommt. Wir haben uns teilweise bei dem Thema auch mit NGOs zusammengeschlossen, in dem Fall zum Beispiel Greenpeace, aber wir arbeiten auch zum Beispiel eng mit dem WWF zusammen, einfach damit das Thema auch getragen wird und damit es auch nach innen sozusagen nutzen wir die NGOs, damit das Thema mitgetragen wird, mitvermittelt wird sozusagen und damit es wirklich auch authentisch ist, weil die Authentizität bei dem Thema finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und was sehr gut angekommen ist, ist ganz aktuell, wir haben eine Aktion gestartet intern, die heißt Grüne Jobs mit Sinn. Sozusagen, wir wollten Leute hinterm Vorgang holen, die sonst vielleicht nicht so sichtbar sind, die wirklich erzählen, okay, was hat eigentlich Nachhaltigkeit mit meinem Job zu tun? Und das war so erfolgreich, dass wir jetzt schon in der Planung einer zweiten Runde sind. Welche Stories glaubst du oder gibt es da zu erzählen? Können Sie da ein Beispiel nennen? Sehr viel. Wir haben zum Beispiel, wir beschäftigen uns mit nachhaltigen Bauen oder Leute, die zum Beispiel, der ganze Aushub zum Beispiel, wenn wir irgendwie Tunnel bauen und so weiter, das sind grüne Jobs. Die sind nicht so die klassischen sozusagen, wo man in erster Linie dran denkt, Kraftwerksmitarbeiter oder Leute, die sozusagen die für Photovoltaikanlagen zuständig sind, sondern wirklich Leute, die das, in der Kantine zum Beispiel, da beschäftigt sich eine kleine Truppe damit, wie können wir eigentlich vielleicht von dem Fleisch ein bisschen wegkommen und da irgendwie grüner essen oder, also das sind, sage ich mal, auch kleinere, ich will nicht sagen Randthemen, aber die dann doch einfach Beachtung finden und Anklang finden, die sonst vielleicht untergehen würden. Und dadurch schafft man natürlich bei den Mitarbeitern auch Engagement. Viele Unternehmen, ob es jetzt ein kleines Startup ist oder ein größeres Unternehmen, überlegen sich, was sie alles neben dem Kerngeschäft noch tun können. Und es gibt ja ganz viele Dinge, wo man ansetzen kann. Also es gibt natürlich auf der einen Seite Energie, Transport, Logistik, so naheliegende Themen, aber auch, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, in der Kantine kann man ja auch ansetzen. Die Frage in die Runde, welche Projekte, Aktionen kann man da noch setzen, um dieses Nachhaltigkeitsthema ins Unternehmen hineinzubringen? Wie funktioniert es zum Beispiel bei der Energie Steiermark? Ich kann Ihnen ein wunderbares Beispiel sagen, wo ich eigentlich von vornherein eigentlich wenig Fantasie gehabt habe, dass eine Dynamik entsteht, aber das hat sich wunderbar entwickelt. Und zwar ist das ganz normal über unser Ideenmanagement gelaufen, wo wir gesagt haben, wir machen mal wirklich einen Wettbewerb für die Mitarbeiter und schauen, was da reinkommt von den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter ja nicht nur jetzt die Mitarbeiter sind, die dann eigentlich die Arbeiten ausführen, sondern kreative Menschen sind und wir wollen einfach auch dieses kreative Potenzial zu dem Thema Nachhaltigkeit auch einholen und Emotionen schaffen. Neben dem, dass das authentisch ist, wie die Kollegin vorher gesagt hat, ist es auch wichtig, dass man das Ganze immer emotionalisiert, das Thema. Und ich dachte, ja, da werden die üblichen Dinge daherkommen, aber da war eine Vielzahl, also im Vergleich zu sonstigen Wettbewerben war da eine Vielzahl von Ideen, die weitaus höher ist, aber auch von der Qualität her, hat es mir wirklich überwältigt. Und es war für die Leute, für die Teilnehmer gut. Die haben dann wirklich die 10 besten Ideen, haben vor dem Gesamtvorstand gepitcht, wie ein Startup. Also das ist auch untypisch, dass man dann so ein Format angeboten bekommt. Und da hat man schon wirklich gesehen, dass die Leute dann wirklich auch brennen für das Thema. Und es ist nicht alltäglich, dass jemand da vom Vorstand 3 Minuten seine Idee pitcht. Gell? Und wir setzen auch die besten Ideen um. Und das, um ein bisschen ein Beispiel zu sagen, was da rausgekommen ist. Also wir haben jetzt wirklich auch ein konkretes Projekt umgesetzt bereits, wo eine Idee eines Mitarbeiters prämiert ist, aber auch umgesetzt im Sinne von Upcycling. Wirklich auch aus meiner Sicht die höchste Kunst oder eine der höchsten Stufen der Nachhaltigkeit, einfach in Kreisläufen zu denken. Gell? Also nicht nur CO2-Vermeidung, das ist quasi das Must-Have, hätte ich gesagt,
aber auch so diese Themen mit reinzubringen. Wir machen wirklich auch, und auch mit Partnern, also wir machen da nicht alles selber. Und der Mitarbeiter, der die Idee gebracht hat, der ist auch in die Umsetzung eingebunden, ganz klar. Und das ist eine wunderbare Story, die man erzählen kann, aber nicht nur um des Erzählens willen, sondern das hat wirklich einen Impact ausgelöst, denke ich. Gell? Weil die Leute sehen das, dass das auch gemacht wird, und die sind dann top motiviert. Und wie ich vorher eingangs einmal gesagt habe, für mich ist Nachhaltigkeit schon auch ein Bereich, ein Mindset. Und durch diese Beispiele, die man dann auch umsetzt und lebt, entwickelt sich dann schon auch eine nachhaltige Unternehmenskultur. Das geht nicht so mit dem Schalter, aber ich glaube, das sind einfach so wichtige Beispiele, wo die Leute sehen, was das Grundverständnis der Firma ist zu dem Thema. Ist das eigentlich dann ein Top-Down-Thema, um das mal im Unternehmen irgendwie bekannt und beliebt zu machen? Oder ist das auch ein Bottom-Up-Thema, wo vielleicht jüngere Mitarbeiter, engagiertere Mitarbeiter so im Unternehmen was auslösen? Beides. Ich sehe jetzt hier, Monika, es muss Top-Down kommen, aber immer wieder Bottom-Up-Initiativen kommen. Ich glaube, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ich habe erwähnt, ich habe es bei uns, das Thema mit den Werten schon drinnen. Die Werte werden sozusagen im Onboarding-Prozess natürlich schon geteilt. Also bei uns ist der Wert, heißt eben ökologisch-soziale und gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit. Also Verantwortung ist der Begriff, dahinter versteckt sich sozusagen der Aspekt. Der wird beim Onboarding diskutiert, der wird im gesamten Karrierepfad bei allen begleitenden Trainings weiter diskutiert. Das ist natürlich ein Top-Down-Wert sozusagen, der für die Firma steht, aber dann diskutiert wird. Und aus den heraus kommen dann Ideen, um das jetzt runterzubrechen, die wieder bottom-up kommen, wie zum Beispiel, es ist halt ein Firmenauto, ist noch immer ein Fringe-Benefit für viele. Ja, muss aber nicht mehr zwingend ein Auto sein, sondern es kann Mobilität sein. Das heißt, es entsteht ein Konzept, zum Beispiel Mobilitätspunkte, wo ich Punkte einlösen kann für Öffis, Punkte einlösen kann für Carsharing, und eigentlich ist sozusagen nicht mehr das physische Auto der Fringe Benefit, sondern die Mobilität, die mir die Firma zur Verfügung stellt. Und diese Konzepte werden dann bottom-up erarbeitet. Oder wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Gebäudeautomatisierung und Optimierung. Und wenn wir da vom intelligenten Licht sprechen, na, dann bekommen die Leute bei uns einfach die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und da sind wir drauf gekommen, 80% Kosteneinsparungen, Energieeffizienzeinsparungen mit intelligentem Licht. Und dieses Projekt bringen wir dann wieder durchaus zu unseren Kunden und haben schöne Referenzbeispiele beim Kunden. Oder was bei uns auch aus einem Ideenwettbewerb rausgegangen ist, die Erkennung, wie oft ein Raum genutzt wird, um die Reinigung zu optimieren, um zu verhindern, dass der Raum zu oft gereinigt wird. Mhm. Ja. Hat jemand eine Idee gehabt, haben wir mit Sensor ausgestattet, haben ausprobiert, funktioniert und ist durchaus eine Lösung, die wir im Konzern multiplizieren, aber auch nach außen hin tragen als ein kleiner digitaler Baustein, wo wir Kunden auch helfen können im Bereich Smart Building. Also so bekommen auch bottom-up die Mitarbeiter einfach die Möglichkeit, Ideen bei uns mal auszuprobieren und vielleicht sogar als künftiges Service-Offering zu etablieren. Ja, meine Erfahrung ist einfach, wenn top-down einfach ein Commitment gespürt wird, ja, wirklich eine sozusagen, ja, dass man da was bewegen möchte, dann glaube ich, fällt es bottom-up auch einfacher, mit kreativen, ungewöhnlichen Ideen sozusagen vorstellig zu werden. Und bei uns wurde da vor 2-3 Jahren das Innovation Lab auch gegründet, wo man diesen Menschen einfach mit ihren ungewöhnlichen Ideen, die teilweise nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, aber auch sozusagen, da was an die Hand geben kann und sagen kann, hier habt ihr sozusagen ein internes Lab, ihr könnt euch Leute, Experten zusammensuchen, ihr könnt dort eure Meetings halten, ihr habt dort eine komplette Infrastruktur dafür. Mhm, alles klar. Jetzt sind Mitarbeiter, Intrapreneurs natürlich wichtig für so neue Themen. Auf der anderen Seite können sich große Unternehmen, und da gehören ja auch die ihrigen dazu, von außen neue Expertise dazu holen. Jetzt weiß ich, mit Startups wird schon länger und gerne zusammengearbeitet, aber wo sehen Sie die Rolle von Startups im Thema Nachhaltigkeit? Welche Rolle können da so junge Firmen spielen? Und wenn sie eine Rolle spielen, in welchen Bereichen sind da neue Ideen, neue Technologien gefragt?
Naja, ich glaube, der große Vorteil von Startup-Unternehmen, dass sie natürlich eine gewisse Risikobereitschaft, einen Pioniergeist sozusagen mithaben, diese unbefangene Can-Do-Mentality, ja, die sich aber ganz gut paaren kann, einfach mit traditionellen Industrie-Know-how, ja, wo man doch bei der Bahn ist dann doch vieles sehr bahnspezifisch, ja. Und dieses spezielle Bahnwissen beziehungsweise kann man oft schwer extern reinholen. Das heißt, man hat eine gute Ergänzung, eine gute Verbindung von den beiden Sachen. Und da denke ich vor allen Dingen in die Richtung Zusammenarbeit mit Startups, in die Richtung Multimodalität zum Beispiel. Was die Bahn hat an Herausforderungen, natürlich die First- und Last-Mile zu lösen, ja. Und das, wie schafft man das sozusagen? Und das ist immer eine digitale Lösung oder eine Kombi mit einer digitalen Lösung, wie beispielsweise Wegfinder-App oder ja, zu ermöglichen, dass man gesamt in den Regionen zum Beispiel gesammelt zum Bahnhof fährt und so weiter. Da sehe ich sehr stark sozusagen die Startup-Szene in Verbindung mit der ÖBB. Alles klar. Herr Porenich, Kapsch arbeitet ja schon seit vielen Jahren mit Startups eng zusammen. Sehen Sie da auch Anknüpfungspunkte im Sustainability-Bereich zwischen Kapsch und Jungfirmen? Ja, also ein Thema, mit dem wir uns ja inhaltlich stark beschäftigen, schon seit langer, langer Zeit, ist das Thema Collaboration, hat natürlich jetzt einen neuen Boom erlebt durch Covid, wenn natürlich die Reisetätigkeit eingeschränkt war. Und Collaboration ist im Office-Bereich, hat sich ja die letzten Jahre schon etabliert. Und wir glauben fest an das Thema auch Collaboration im technischen, im Servicetechniker-Umfeld, auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, dass ich halt jemanden nicht zwingend von Europa nach Asien schicken muss, um eine Maschine zu warten oder einen Experten, sondern dass der durchaus remote arbeiten kann. Und deswegen haben wir unsere letzten Startup-Investitionen gerade in dem Bereich getätigt. Wenn ich dann eine Evolaris oder Tablet-Solution, die Tablet war die letzte, denke, dann geht es ja genau darum, durch Videoassistenzsysteme Servicetechniker zu unterstützen, durch Augmented Reality den Techniker zu unterstützen, Sprachsteuerung, das, wir sagen so salopp, das Siri für Techniker, wenn Sie so wollen, ja, und haben sozusagen den Office-Collaboration-Aspekt sehr stark und den Service- und Wartungstechnik erweitert, weil wir glauben, dass das so bei beiden Themen einzahlt. Auf der einen Seite sozusagen den Nachhaltigkeitsaspekt, um einfach schneller, ohne großen Reiseaufwand, Tätigkeiten abwickeln zu können, aber auch den Convenience-Anteil, weil halt jemand für eine Stunde vor der Maschine nicht zwingend eine Woche mit einem Flieger unterwegs sein muss. Ja, ist klar. Bei der Energie Steiermark gibt es ja auch einen eigenen Startup-Inkubator. Nach was sucht Energie Steiermark da in dem Bereich? Geht es da auch vermutlich um Sustainability? Ja, wir haben eigentlich zwei so Innovationslabore. Für die marktnahen Dinge haben wir eigentlich den Next-Inkubator. Das ist eigentlich ein klassischer Business-Inkubator. Und für die marktferneren Dinge sind wir gemeinsam mit Wien, Niederösterreich, Burgenland, haben wir das sogenannte Green Energy Lab gegründet, wo wir eigentlich neue Technologien suchen und testen. Das sind beide ähnliche Abläufe. Unterschied ist für mich eigentlich die Marktreife. Zur Frage Sustainability und Startups sehe ich es von zwei Seiten. Das eine ist, wir müssen ganz genau aus Firma überlegen, welche Calls wir aufsetzen. Bis dato haben wir natürlich eher Zugang oder Lösungen gesucht und Startups und Kooperationspartner gesucht, die in das Kerngeschäft einzahlen, also Erzeugung, Verteilung, Vertrieb, Handel, Kundenlösungen. Wenn wir die Fragestellungen anders stellen, nämlich in die Richtung quasi auch Monitoring, Umweltschutz, Klimawandel, Anpassungslösungen und so weiter, kommen natürlich neue Startups mit völlig anderen Lösungen. Das ist einmal das eine, wie fragen wir oder welche Themen suchen wir? Da haben wir eigentlich dieses Jahr erste gute Erfahrungen gemacht, dass wir eigentlich wirklich Startups mit Themen und Lösungen reinbringen, die wir eigentlich bis dato nicht am Radar hatten. Und das Zweite ist, wir wählen auch anders aus. Also es kommt jetzt irgendwas daher, auch im Energie, also im Kernbereich, dann stellen wir andere Fragen. Bisher haben wir eigentlich eher ökonomische Fragen gestellt, also wie schnell ist die Lösung am Markt, wie ist da die Geschäftslogik und das Marktpotenzial. Und wir stellen eigentlich auch jetzt entsprechend an unseren Nachhaltigkeitskriterien auch andere Fragen. Wir überraschen den Großteil der Startups mit diesen Fragen und die sagen, hoppala, wieso fragst du eigentlich über soziale Kriterien wie Gerechtigkeit, wo kommt das her, wo wird das produziert, Fairness. Also wir fragen da schon sehr viele Dinge ab.
Und das hat wieder einen extremen Impact, weil ich schon sehe, die meisten Startups haben sich das auch gar nicht überlegt. Gell? Also die haben ganz andere Probleme, wie sie sich finanzieren oder whatever. Und das ist ganz interessant. Gell? Da merkt man schon eine Reaktion in der Startup-Szene. Und einige wenige haben das wirklich, oder muss ich wirklich sagen, momentan aus meiner Sicht, einige wenige Startups haben das wirklich toll für sich gelöst und sind von vornherein stimmig und nachhaltig. Also die sind gesamtheitlich nachhaltig, aber das ist wirklich die Minderheit momentan. Ja, spannend. Also das heißt, da muss ich auch im Startup-Bereich noch einiges tun, um die Nachhaltigkeit glaubwürdig nach innen. Ja. Aber de facto den Unterschied, den ich jetzt, oder den Mehrwert in Startup-Kooperation, ist in beiden Bereichen, also im Core-Bereich, aber auch wenn ich jetzt sage, ich gehe weiter raus, Nachhaltigkeit umfassend gedacht, ist in beiden Fällen natürlich auch der Vorteil, dass die einfach einen leaneren Zugang haben, schneller Prototypen oder MVP haben. Die sehe ich unabhängig davon. Also deswegen machen wir das auch für umfassend jetzt in beiden Bereichen. Alles klar, super. Na gut, wir diskutieren jetzt schon fast eine Stunde. Ich würde gerne zur Abschlussrunde kommen und würde gerne von jedem von Ihnen ganz kurz wissen, was muss sich im Nachhaltigkeitsbereich in den nächsten 12 Monaten tun, damit wir in einem Jahr sagen können, da ist jetzt wirklich was weitergegangen, beschleunigt durch Klimakrise, Corona-Krise. Ich glaube nur, dass es einfach sehr wichtig ist, jetzt beim Hochfahren der Wirtschaft und bei den Unterstützungen einfach den Klimaaspekt und die Nachhaltigkeit mitzudenken. Das geht natürlich in meinem Fall jetzt besonders für den Mobilitätsbereich. Ich glaube, dass die Ziele sozusagen, die Österreich auf Österreich-Ebene zu erreichen sind, relativ schwer zu erreichen sein werden ohne eine Mobilitätswende. Ja? Und da erhoffe ich mir halt jetzt die nächsten Monate sehr, sehr starke Impulse in unterschiedlichste Richtungen. Ein Beispiel, was mich besonders gefreut hat, war zum Beispiel aus Luxemburg. Luxemburg hat März, April entschieden, dass sie gratis Öffis zur Verfügung stellt. Das heißt, in Luxemburg braucht man kein Ticket mehr, um Bus, Bahn oder Tram zu fahren. Ja. Das fand ich großartig und das, glaube ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Luxemburg ist ein kleines Land, weiß ich auch, aber ja, sowas in die Richtung würde ich mir wünschen. Einfach wirklich einen großen Impuls für sozusagen den Klimawandel und zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Super, also gratis Öffis für alle wünsche ich mir auch. Es gibt die Frage weiter, Herr Porenig, was wünschen Sie sich für die nächsten 12 Monate? Grundsätzlich glaube ich, dass in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit ohnehin sehr sparsam mit Ressourcen umgegangen wird. Das fördert sozusagen das Thema Nachhaltigkeit schon einmal per se, die aktuelle Situation. Aber wenn ich mir das wünschen darf für die nächsten 12 Monate, ist, dass man auch sozusagen in der Kette der Auftragsvergaben, es ist auch schon von meinem vorherigen Redner jetzt gekommen, im Bereich der Startups als Beispiel, aber dort, wo man kooperiert, auch auf das Thema schaut. Ja, das heißt, wir sind selbst auch ISO 14000 zertifiziert in vielen Unternehmensbereichen. Das heißt, ich muss auch schauen, wie kaufe ich ein, wie schaut mein Herstellprozess aus, wie schaut mein Produktionsprozess aus, wie schaut mein Abfallprozess aus. Und wenn jeder ein Stückchen über seinen eigenen Zaun schaut, und das betrifft auch aus meiner Sicht öffentliche Vergaben, die auch ein wesentlicher Player sind, und sozusagen über seinen eigenen Garten hinausdenkt und dort, wo sozusagen ein Einkauf- und Verkaufsprozess stattfindet, auch schaut, wie agiert denn mein Geschäftspartner? Ich glaube, dann haben wir einen Multiplikationsaspekt, den ich mir wünschen würde. Ich sehe das Thema umfassend, das Thema Nachhaltigkeit, und ich glaube, ich habe da eine Vielzahl an Wünschen. Ich sage nochmal, das eine, was sehr intern in den Firmen ist, aber nicht nur bei uns, sondern generell bei allen Firmen, wünsche ich mir wirklich, dass die Führung in Richtung Leadership noch stärker ausgebaut wird. Und ich glaube, dass man zum Thema Nachhaltigkeit wirklich in den Firmen noch stärker das Thema Leadership ausbauen und leben kann. Und ich glaube auch, dass alle Firmen, die jetzt für sich schon erkannt haben, dass sie da wirklich einen gesellschaftlichen Impact liefern können und Verantwortung übernehmen, auch die Krise als Chance sehen. Im Sinne, da kommt jetzt wieder die Innovation raus, dass wenn ich was ändere jetzt, krisenbedingt, dass ich das gleich nachhaltig aufstelle. Also ich sehe da wirklich auch überwiegend die Chancen darin. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Super, vielen Dank. Und last but not least, Herr Reimmoser, Ihr Wunsch fürs nächste Jahr? Also, es gibt zwei Wünsche. Der eine ist nach innen gerichtet. Wir haben uns bei EY zum Ziel gesetzt, 2020 schon kohlenstoffneutral zu sein. Österreich mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch weltweit mit 300.000. Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Beitrag.
Und wenn ich jetzt mehr auf unsere Kundenseite schaue, auf die Wirtschaftsseite schaue, da habe ich schon vorher angesprochen, wir haben eine Studie gemacht, wo durchaus die Unternehmen sehen, dass da Chancen in der Nachhaltigkeit drinnen sind. Auf der anderen Seite haben wir da auch gesehen, dass die Hälfte noch keine Nachhaltigkeitsstrategie hat und auch für die nächsten 2 Jahre nicht plant. Und da wünsche ich mir, dass mehr Unternehmen, dass diese Hälfte diese Aussage, die sie vor ein paar Monaten getroffen hat, vielleicht auch im Hinblick auf Corona und natürlich auch die weitergehende Diskussion von Klimaneutralität bzw. den Klimawandel, dass sich etliche Unternehmen darunter entschließen, ihre Geschäftsstrategien unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit unter die Lupe zu nehmen und anzupassen. Also das sind meine 2 großen Wünsche und darüber hinaus natürlich an die Politik, dass die Anreize, die jetzt sehr stark gesetzt werden und werden können, dass die tatsächlich im Sinne der Transparenz und Ende-to-Ende-Betrachtung die richtigen sind und nicht Scheinanreize für etwas, was vielleicht auf einem lokalen Gesichtspunkt heraus positiv ist, aber aus einem globalen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt dann tatsächlich nichts bringt. Okay, super, vielen Dank. Ja, dann hoffe ich, dass wenn wir in einem Jahr wieder zusammenkommen, wir resümieren können, dass sich irrsinnig getan hat. Ich bedanke mich bei Ihnen für die sehr, sehr spannende Diskussion, für die vielen Inputs. Diese ganzen Themen, die werden wir in den nächsten Monaten und Jahren natürlich weiter intensiv behandeln. Frau Farello, Herr Porennig, Herr Scharf und Herr Reimoser, vielen Dank für die Teilnahme am heutigen Virtual Roundtable. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Sommer. Kommen Sie gut weiter durch die Corona-Krise, bleiben Sie gesund. Und ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem Virtual Roundtable bei euch melden. Bis dann und ciao.